Ja, hallo zu meinem heutigen Video. Es wird doch noch ein Outdoor-Video geben. Also ich habe beim letzten Video gesagt, wahrscheinlich das letzte Outdoor-Video für 2022. Auch mein Sohn ist bei mir zu Besuch. Ich Hi. werde ihn verpixeln für seinen eigenen privaten Schutz. Ja, wir beide werden jetzt hier wieder in Donaueschinger Park rumlaufen, ein paar Fotos machen. Ausgestattet bin ich mit meiner Sony Alpha 6500 mit dem Carl Zeiss Sony-Objektiv 16 bis 70 mm und habe auch noch das 70 bis 350 mm von Sony dabei, das G-Objektiv. Und ja, wir werden hier unsere Runden laufen, ein paar Fotos machen. Ja, kommt einfach mit. So viel Technik müsste reichen. Am Anfang sage ich immer, was ich dabei habe, aber danach genießen wir zusammen hier ja, die Natur. Es ist ziemlich frisch, es ist kalt. Mal sehen, wie lange wir es aushalten. Ja, mein Sohn macht hier richtig, richtig gute Arbeit. Vielen, vielen Dank. Und ja, geborener Kameramann. Ja, vielleicht wird er ja auch mal ein YouTuber, vielleicht vloggt er auch mal, wer weiß. Ja, aber zuerst schulische Karriere und dann kann man das als Hobby machen, gell? Genau, und ganz, ganz wichtig. Ja, also hier ist zwar viel los, aber immer wieder hat man wieder Passagen, wo man ganz, ganz alleine ist. Und es gefällt mir ganz gut hier, macht richtig, richtig Spaß. Ja, und jetzt laufen wir noch mal eine Runde. Auf jeden Fall sind wir hier noch nicht fertig. Ja, ein paar Jugendliche, die rumrennen und rumschreien, das hat man halt. Es ist immer noch Schulferien. Aber ansonsten ist der Park so groß, dass sich das gut verteilt hier. Sehr viele Enten, Gänse, ja, Schwäne, alles gesehen. Mal gucken, was wir noch finden. Ja, wir laufen noch ein bisschen. Also wir sind noch eine Weile unterwegs. Thank you.
Ja, Leute, mir ist wieder ein Anfängerfehler passiert. Ich habe keine Ersatzakkus für meine Kamera dabei. Ich habe zu Hause gefühlt 15 Akkus und die Hälfte davon ist immer geladen, also sind immer in Ladegeräten, die ich dann regelmäßig immer auswechsel. Und in der Fototasche, wo ich jetzt dabei habe, ist meistens immer 2 oder 3 geladene Akkus drin. Ja, nicht dabei, nicht gecheckt. Also es war echt wieder alles wieder spontan. Wir sind einfach spontan raus. Also meine Videos entstehen sowieso aus reiner Spontanität. Ich gehe da nicht hin und plan was oder eine Strecke, sondern es sind Dinge, die ich sowieso tue und dann nehme ich euch mit. Den einen gefällt es, den anderen nicht. Das ist wirklich Geschmackssache, wie ihr das auch wahrnimmt. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich wäre heute sowieso hier im Park und hätte eh fotografiert. Deswegen habe ich euch mit dabei. So, ich würde mir auf jeden Fall nach meinem Umzug, das wird jetzt alles ein bisschen was kosten, ne? Aber nach meinem Umzug möchte ich mir auf jeden Fall das Sony Zoom Objektiv 200 bis 600 mm kaufen. Das würde ich dann mit meiner Sony Alpha 6500 Kamera betreiben. Ich höre da immer wieder mal, eben auch der Daniel hat gemeint, ja, wegen den ISO-Werten. Ich habe jetzt mich ja mittlerweile eben schlau geguckt und schlau gelesen, dass da ganz stark eben die ISO-Werte, weil man eben, wenn man gerade zoomt und bei 6 Punkt noch was Blende, dann natürlich eben die Bilder relativ dunkel werden. Habt ihr Erfahrung mit diesem Objektiv und einem APS-C-Kamera? Ja, Daniel meinte, ja, richtig glücklich wirst du es, wenn du einen Vollformat-Body hast. Das glaube ich ihm auch. Ich würde nur noch eine Meinung von der Person B und C interessieren. Falls ihr Erfahrung habt, dann einfach mal kommentieren. Das wäre super nett. So, ich hoffe, das kurze Video hier hat euch gefallen. Ja, ich und mein Sohn werden jetzt langsam dann wieder zum Auto laufen. Dann gibt es was zum Essen. Ja, Hunger haben wir, gell? Männer haben Hunger. Ja, ich hoffe, ja, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann ja, bitte liken, kommentieren, weitersagen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Beziehungsweise mein Sohn da hinten, der jetzt gerade auch mit meiner Kamera, mit dem letzten Grämmchen Akkus hier, ja, Fotos macht, ist auch raus.